Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es mal wieder um ein Fullface mit den Produkten aus den ganzen Beauty-Boxen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir bekommen monatlich durch unsere Beauty-Boxen, sofern wir sie im Abo haben, immer wieder Nachschub, sowohl an Pflege als auch an dekorativer Kosmetik. Und meine Frage ist immer so ein bisschen: Lohnen sich die Produkte wirklich? Weil es sind oft Marken oder Produkte mit dabei, die man vielleicht gar nicht so sehr kennt. Und ja, das teste ich mit euch zusammen in diesem Video und ich trage auch tatsächlich schon das erste. Achso, wenn ich einen Code für die jeweilige Box habe, blende ich den mit ein. Wenn ich für die jeweilige Box irgendwie Freunde werden Freunde oder wie auch immer Rabattgedönsen als Link habe, ist es in der Infobox verlinkt und die Produkte sowieso. Ich ergänze es immer so ein bisschen noch mit den Produkten, die ich noch hier so in der aktuellen Anwendungsphase habe. Aber dieses Mal bin ich fast wirklich komplett auf den Fullface gekommen, ne? Genau, das erste ist hier diese wunderschöne Kette aus der InStyle-Box, die wir jetzt im Frühling bekommen haben. Und ja, die mag ich, ne? Die ist ein bisschen, man hört sie halt, aber ich finde sie schön. Also es ist auch eine schöne Sommerkette, kann man theoretisch auch ein bisschen enger tragen und man kann sie auch schön mit einer längeren Kette kombinieren. Ich fand jetzt aber zu diesem Ausschnitt so genau passend und habe sie jetzt auch einfach mal so heute getragen. Ich mache jetzt weiter mit einem Primer, der war in der Nutino Valentinstagsbox und zwar von MAC, die Strobe Cream, ein Klassiker, mit ganzen 6 Millilitern. Das ist eine Art von Primer, wie ich sie auch in Zukunft gerne verwenden würde, weil das ist ein Glowy Primer. Eigentlich ist es, glaube ich, eine Gesichtscreme, die einfach Glow mit dabei hat. Und ich habe die vor Jahren schon mal verwendet, kann mich aber wirklich nicht dran erinnern, wie die so war. Also ich habe mir jetzt einfach mal so ein bisschen was aufgetragen. Es riecht ganz angenehm und lässt sich auch schön verteilen. Also verträgt sich auch mit meiner Hautpflege, mit meinem Sonnenschutz, mit allem gerade, was ich auch heute Morgen aufgetragen habe. Ne? Und jetzt haben wir es gerade 19.28 Uhr, also das Ganze ist schon eine ganze Weile eingezogen. Gibt einen schönen Glow, mag ich. Ne? Gibt auch Pflege, Gesundheitstermin. Dann habe ich hier von Estee Lauder die Daywear. Das ist so eine One-Shade-Fits-All-Geschichte, glaube ich, ne? Mit 15 Millilitern drin. Gehabt in der My Little Box aus März 2024. Ne? Und ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich weiß nicht, ob mir die Farbe passen wird. Nein, wir swatchen die nicht vorher. Wir geben uns das, upsala, direkt aufs Gesicht. Ich habe jetzt hier mal so ein Würstchen. Mal gucken, ob das reicht. Es ist einfach grün. Hä? Wo, wann kommt die Farbe? Es riecht nach angenehmem Lichtschutzfaktor, würde ich mal so sagen. Die hat ja auch Lichtschutzfaktor mit drin, 15, ne? Ich würde trotzdem empfehlen, darunter auch nochmal einen separaten aufzutragen. Ah ja, jetzt kommt die Farbe. Ist aber dann eher eine Sommergeschichte für mich, weil sie dann doch etwas dunkler ist. Oh, oh, ich glaube, das wird ein bisschen dunkel. Ein bisschen sehr dunkel. Oh, guckt euch diesen Rand an. Ui, 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 ui. Nee, du, das ist nicht so meine Farbe. Und wenn man halt eine Shade hat, die zu dunkel ist, dann sieht das halt schnell im Gesicht recht fleckig aus. Oh Gott. Nee. Nein. Es fühlt sich angenehm pflegend an. Gar keine Frage. Aber es sieht nicht so aus, als müsste das so bei mir, ne? Das heißt, das ist jetzt kein Produkt, das unbedingt bei mir bleiben wird. Ich werde das Ganze jetzt auf meinem Gesicht vermischen mit der Foundation, die ich aktuell in meinem Project Pen habe. Die ist nämlich auch relativ hell von Fenty Beauty, die Ease Drop in der Stick-Variante. Ja, habe ich in der Farbnuance 1. Und das gebe ich mir jetzt hier so noch, bevor jetzt irgendwas groß eingearbeitet ist oder so, einfach drüber. Ne, ihr seht, die ist nämlich ein bisschen heller. Und ja, jetzt nehme ich mir einen Foundation-Pinsel und verblende das mit allem, was so in meinem Gesicht ist. So erschummel ich mir natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Deckkraft. Wir müssen realistisch bleiben. Das hätte ich jetzt nicht so groß mehr retten können mit irgendwas, was ich hier auf meinem Tisch liegen habe. Also das sieht jetzt aber richtig gut aus, tatsächlich. Vom Farbton her, vom Finish her mag ich das sehr, sehr gerne, gerade leiden und so. Also dass ich das jetzt so noch, ne, drüber gemacht habe, weil sonst wäre nichts geworden hier. Wir bleiben jetzt auch mal da, wo ich auch diese Stick Foundation mir gekauft habe, und zwar bei Sephora. Die hatten so eine Favoriten 2023 Box, die ich bestellt hatte, von Ole Henriksen, Banana Bright Vitamin C C Stick. Ist eigentlich eher so ein Ding,
was man so, ohne dass man sich halt groß weiterschminkt, verwendet. Ne? Das ist so ein ganz leicht deckendes Gedönsel. Das trage ich mir jetzt auch relativ grob unter meinen Augen auf und verblende das hier. Entweder kannst du es mit den Fingern verblenden oder halt mit einem Pinsel oder mit einem Schwämmchen. Es hat halt Pflege mit dabei und eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Habe ich auch im Alltag schon das ein oder andere Mal getragen, einfach so, ohne dass ich mir halt noch irgendwie was drüber gemacht habe. Was ich aber noch nicht mit dem Schätzlein ausprobiert habe, ist mal so ein bisschen hier was abzudecken. Mal gucken. Hier habe ich so ein Oschi. Ja, ganz leicht, ne? Wir haben ja eben schon festgestellt, dass die Deckkraft jetzt nicht so exorbitant krass ist. Ich glaube, den nehme ich jetzt auch einfach mal direkt als Lidschattenprimer. Das funktioniert wohl. Das sieht doch alles schon mal relativ fresh hier aus. Dann verwende ich einfach aus meinem Project Pen mein Liquid Bronzer von Need. Das bekommt man übrigens bei Dalton. Das ist eine italienische Make-up-Marke. Und das blende ich mir jetzt einfach mal mit dem Schwämmchen ein. Und dieses Glow-Schwämmchen hatte ich drin in der Look Fantastic Box aus April. Das finde ich ganz angenehm, schön weich. Und man kann sich halt Liquid Bronzer damit auch gut auftragen. Liquid Blush kannst du dir damit gut auftragen, aber auch ganz regulär Foundation und so. Ne? In derselben Box hatten wir hier auch von Ciaté London Velvet Skin diesen Cream Blush drin enthalten in der Farbnuance Fancy. Wenn man den rausnimmt, ist es auch erstmal fancy, dass man sich denkt, holla die Waldfee. Aber dieser wunderschöne Beereton macht sich eigentlich ganz gut auf der Haut. Den würde ich persönlich aufgrund der Konsistenz empfehlen, mit so einem Foundation-Pinsel auch einzuarbeiten. Also ihr nehmt euch den Pinsel, könnt das erstmal auch in den Pinsel generell einarbeiten, ne? Und das dann aufs Gesicht tupfen. Farbtechnisch finde ich den Blush eher passend so Richtung Herbst, ne? Weil der für mich eigentlich ein Müh zu beerig ist. Also ich brauche es jetzt im Sommer eigentlich eher ein bisschen frischer, aber es ist eine schöne Farbe, auf jeden Fall. Verträgt sich auch ganz gut mit der Base soweit. Puder und ja, normalen Bronzer verwende ich auch jetzt aus meinem Projekt, beziehungsweise auch so ein bisschen, was ich halt hier in meinem Tisch immer so drin liegen habe und dann immer wieder in meiner Daily Use mit einbinde quasi. Heißt, um die Augen, an der Nasenpartie und an der Nasolabialfalte gebe ich mir hier von By Terry diesen Puderblush auf. Das ist so ein rosiger, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Und übers komplette Gesicht von Too Faced, mein Freund, Primed and Poreless, gibt es gar nicht mehr. Hat einen riesen Pen und ich mag dieses Puder sehr, sehr gerne. Ist immer schade, wenn es es dann so nicht mehr gibt. Achso, das könnte ich vielleicht sogar direkt hier mit dem Blushpinsel auch auftragen. Ne? Das hatte ich in meiner Asam Wundertüte drin. Das Produkt, ich so angetan von der Form. Oh ja, schön weich und fluffig, aber trotzdem hart genug, dass man auch Produkt aus dem Fännchen rausbekommt. Und das Puder hier drin ist nämlich schon mittlerweile relativ hart hier drin, weil das A alt und B ständig in Anwendung ist. Und ja, außerdem fühlt sich das einfach angenehmer auf dem Gesicht an. Auch das aus meinem Projekt Mini Terracotta von Guerlain, ein sehr, 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 sehr schöner Bronzer. Ich glaube, wenn ich hier mal irgendwann Hit the Pen bekomme, raste ich auch aus vor Freude, weil das ist ein so kleines Moped und der hält Ewigkeiten. Da bin ich echt begeistert, ehrlich gesagt, sogar von. So, bei Beauty Bay hatte so eine The Ultimate Mystery Box, die ich mit euch zusammen ausgepackt habe. Und da hatte ich in der Farbe Bitten den ja, Blush drin. Ein Ton, der jetzt, glaube ich, auch sehr schön ist. Lol. Puh. Sprunghaft. Der auch, glaube ich, sehr gut jetzt zu dem Liquid Blush passt, der drauf ist, weil das auch so einen Hauch Beere mit dabei hat. Achtung, die Pigmentierung ist nicht von schlechten Eltern. Den trage ich mir jetzt hier einfach mal auf meinen Wangen auf. Richtig schöne Farbe. Der ist wirklich eher was für helle Hauttypen, so wie mich halt, ne? Ich glaube, bei anderen sieht man den jetzt nicht so ultimativ, aber ich finde den sehr, sehr schön, sehr, sehr harmonisch zu mir. Den mag ich. Ja, die InStyleBox ist hier nochmal vertreten und zwar den Ofra Highlighter hatte ich da drin in der Farbe Rodeo Drive. Rodeo Drive ist mir persönlich einfach zu dunkel. Das hier ist, glaube ich, auch eine leicht andere Formulierung. Pure Glow Finishing Powder in der Farbe Light habe ich nämlich da. Genau, und den trage ich mir jetzt einfach mal an meinen höchsten Punkten auf. Den mag ich einfach super gerne. Ich würde den jetzt nicht übers ganze Gesicht als Finishing Powder auftragen. Da siehst du wirklich aus wie der Zinnmann, das muss nicht sein. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift einfach bei mir ganz normal, ne, von Yves Rocher in der Farbe Blond. Den verwende ich einfach auch regelmäßig. Brauche ich quasi aktuell auf, aber auch der hält und hält und hält. Das ist echt ein Held. Boah, wie toll meine Haut aussieht. Die drei Produkte in Kombi, ne? Weiß ich nicht, ob die Estée Lauder noch mit irgendwie dabei sein muss. Keine Ahnung. Aber die Strobe Cream mit der Fenty Foundation, das ist wirklich großartig. Hier sieht man, dass ich da tatsächlich leider ein bisschen zu viel das Dunkle runtergeblendet habe. Aber ansonsten
Ist ein ganz, ganz tolles Hautbild, was ich gerade habe. Da bin ich sehr begeistert von. In einer sehr kleinen Variante, und zwar nicht 2,5, sondern 1,5 ml, hatte ich hier diese Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel Geschichte in der Pinkbox drin. Und zwar Pinkbox März 2023. Anastasia Beverly Hills hat ja auch jetzt noch ein neues Augenbrauengel rausgebracht. Das ist quasi die alte Variante davon. Das tackert die Augenbrauen auch nicht so fest. Aber es ist ganz schön. Braucht man das dann unbedingt von ABH? Man weiß es nicht. Aber wenn man es halt irgendwo in der Box drin hat, ist es gar nicht so verkehrt. Ich hatte das halt schon da und habe dann deswegen das aus meiner Sammlung halt genommen. Jetzt kommen wir zu etwas, da bin ich nämlich schon super gespannt und aufgeregt, wie man wahrscheinlich merkt. Die liegt hier und ich freue mich sehr drauf. Von Odin's Eye die Sea Talk Palette zu verwenden. Die wurde auch mit einer Influencerin in Kooperation herausgebracht, einer Content-Creatorin, und das ist eine Palette, die schon meinen Namen schreit, aber doch den ein oder anderen Ton mit dabei hat, der jetzt nicht unbedingt etwas ist, was ich jeden Tag verwende. Und ich bin gerade so glücklich, wenn ich einfach nur reingucke, ne? Da sehen wir sowohl matte als auch schimmernde Töne, und die war in der Odin's Eye Mystery Box drin, die quasi im April rausgekommen ist. Und Odin's Eye bringt, ich glaube, jedes Jahr im April immer Mystery Boxen raus, weil wenn ich mir so meine Videos einfach mal angeguckt habe, ist das immer im April gewesen. Da bekommt man halt wirklich Produkte für einen schmalen Taler. Ne? Ich glaube, für Neukunden auch ganz geil. Wir schminken jetzt damit einen Look, Leute. Und ich habe schon eine Idee. Ich glaube aber, safety first, ich werde jetzt einfach nochmal mein Augenlid mit meinem Puder ein bisschen setten, weil ich arbeite einfach viel lieber auf einer gesetteten Base und nicht auf einer feuchten. Ich starte mit Electric Kelp, mit dem Gelb tatsächlich. Ich will jetzt nicht zu dunkel werden. Ich habe den eben beim Swatchen schon gefühlt und der ist doch relativ cremig. Auf jeden Fall setze ich mir das Gelb in die Lidfalte. Oh, nee, das hat Wohlschimmer mit drin. Das schimmert richtig gold. Okay, ich habe mich gerade schon gefragt, warum sich das so schwer auftragen lässt, weil es ein Schimmerton. Die andere Seite muss jetzt mitziehen. Ja, kann man machen, ne? Ja, okay, dann nehme ich jetzt aber wirklich den Dolphin Tail. Das ist so ein kühler Braunton und den setze ich mir dann hier außen an und auch in die Lidfalte. Blende ich dann quasi in das Schimmergelb mit rein. Oh Mann, oh, der wäre als Lidfaltenton echt schön gewesen, wenn ich da halt nicht dieses Gelb drin gehabt hätte, ne? Ich nehme mir dafür aber jetzt auch wirklich so einen Blendepinsel von Yaks Beauty Line, um den etwas intensiver auftragen zu können, weil der ist jetzt etwas fester gebunden und nicht gefächert eher wie dieser hier. Das kriege ich hier außen leider nicht so hübsch hin, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Das ist schade, aber das ist ein Anwenderfehler, definitiv. Ich werde jetzt trotzdem diesen Pinsel verwenden, um in Night Swim zu gehen. Das ist dieses Dunkelblau hier. Und das versuche ich mir jetzt an den unteren Wimpernkranz aufzutragen. Aber wenn das halt zu sehr irgendwie nach unten geht, finde ich persönlich, sieht es bei mir halt dann einfach wie ein blaues Auge aus. Das muss ja nicht sein, ne? Ich mache aber nach oben hin auch so einen kleinen Abschluss noch in mein äußeres V. Ich verwende jetzt etwas, was ich halt super gerne verwende, und zwar mein NYX Glitter Glue. Damit schaffe ich immer wieder, dass meine Augenlooks auf eine andere Ebene gehoben werden. Einfach, weil die Schimmertöne besser halten und alles auch langanhaltender ist. Ne? Also das gebe ich mir dann immer auf so einen Pinsel und trage mir das auf mein bewegliches Lid auf. Und jetzt möchte ich gerne auch noch zwei Schimmertöne hier aus der Palette verwenden, die mich einfach sehr, sehr ansprechen. Und zwar einmal Iridescent Shell, dieses wunderschöne Pink, was auch irgendwie so bläulichen Schimmer mit drin hat. Abgefahren. Oha. Und ich möchte auch super gerne natürlich das Mermaid Scale, dieses Grün, verwenden. Das Pink ist deutlich flockiger und dieses Mermaid Scale ist sehr seidig tatsächlich. Und so schauen die beiden Töne aus. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut auf dem Finger, ne? Dass wir hier eine etwas festere Geschichte haben als hier. Ich hätte gerne das Grün innen und außen das Pink. Mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Das gebe ich mir einfach mit dem Finger auf und presse das dann auf den NYX Glitter Glow. Ist das eine schöne Farbe? Oh, da zeigt sich Odin's Eye von seiner besten Seite. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen mit meinem Puder noch entlang, damit es nicht ganz so dunkel ist. Im Innenwinkel habe ich mir meinen Highlighter aufgetragen, den ich ja eben schon hatte. Ich weiß jetzt auf jeden Fall fürs nächste Mal, das ist gelb im Schimmerton.
ist und ich den nicht so zum Ausblenden nehmen sollte, wie ich das hier gemacht habe, weil das ist dann doch etwas schief gegangen. Ich finde einfach, Odin's Eye hat es drauf. Also man kann es einfach nicht anders sagen. Die machen wunderschöne Lidschattenpaletten und allein diese beiden Schimmertöne sind einfach der Wahnsinn überhaupt. Vielleicht lässt sich das Ganze noch ein bisschen retten mit diesem LH Cosmetics Crayon. Der war in der Purish mit Chiquita's Place Box drin. Und zwar habe ich hier die Farbnuance Crayon. Es ist auf jeden Fall so ein Champagner-Schimmertönchen. Und den setze ich mir jetzt mal auf die Wasserlinie. Mal gucken, vielleicht kann das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen das Auge optisch öffnen. Also es wird natürlich alles halt noch glowiger, noch mehr dieses Mermaid Skin Style, was ich richtig gut finde tatsächlich. Man kann den auch gut verwenden, so als Highlighter oder als Lip Liner oder wie auch immer. Ne? Ich finde, auf meiner Wasserlinie sieht man sowas immer sehr schlecht. Aber gut. Dann hatte ich hier in der, ich glaube, Trend Raider Box von OOLution den Headline Eyeliner. Das ist ein Dip Eyeliner und ich meine, dass der in der Februar-Edition drin war. Schütteln wir den erstmal. Wir haben sehr, sehr viel Produkt im Applikator. Das streife ich mir vorsichtig ab und versuche mir damit jetzt einen Eyeliner zu ziehen. Die Spitze ist ein bisschen widerspenstig, sodass man jetzt hier etwas Puzzlearbeit machen muss, um einen Eyeliner-Wing hinzubekommen. Aber er gelingt dann tatsächlich auch relativ spitz, was ich gut finde. Aber er vermischt sich eher mit dem Lidschatten, als dass er darüber auch tatsächlich malen würde. Da ist tatsächlich die Deckkraft nicht ganz so gut. Der ist sehr wässrig, ne? Ja, aber ich glaube, so kann ich das auf dieser Seite lassen, sofern ich das auf dieser Seite auch so präzise hinkriege. Mal gucken. Ich finde das Produkt selbst aber total furchtbar. Also ich komme damit nicht gut zurecht. Ich finde es nicht schön, dass ich da auch nicht über meinem Lidschatten malen kann, sondern dass er sich halt damit verbindet. Das finde ich etwas nervig und ich finde es sehr, sehr schwierig in der Anwendung. Er piekst, wenn ich den falsch ansetze und er malt mir die Wimpern mit an. Also das ist nicht so mein Vibe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Trotzdem, das Ergebnis ist passabel, ne? Aber es ist jetzt, wie gesagt, kein Produkt, was ich jetzt hart feiern würde. In der Blissim Box März 2024 hatten wir dieses Kinder Beauty Calm Kindness drin. Das habe ich auch schon mal leer gemacht. Finde ich okay. Ich fand den Sprühkorb aber, glaube ich, gar nicht so nice. Weswegen ich das dann auch, obwohl, doch, der ist gut. Ich habe das halt eigentlich verwendet eher so nach meinen cremigen Texturen und nicht so, also über dem fertigen Make-up mit pudrigen Texturen und so, ne? Aber das ist cool. Meine Wimpernzange von Catrice ist für mich kein Kann-Schritt, sondern irgendwie ein Muss-Schritt mittlerweile, weil ich die einfach, ich finde die großartig, die verändert einfach vieles bei mir und die lässt die Mascaras halt auch wirklich noch besser zur Geltung kommen, weil meine Wimpern einfach dadurch schon mal einen Vorschwung bekommen. Ich verwende heute zwei Mascaras. Einmal habe ich hier von Lancôme die Hypnose Drama Mascara. Die müsste in der Beauty.at Box drin gewesen sein, die wir im, ich glaube, März bekommen haben. Und in der Goodie Box Welcome Box hatten wir die Skin Research Extreme Lash Effect Mascara, die voluminisieren soll. Genau, so schaut sie von der Umverpackung aus. Und dann schauen wir uns mal noch die Bürstchen an. Oh ja, stimmt. Da haben wir bei beiden nämlich auch so abgefahrene Bürstchen. Die Lancôme hat ein Faserbürstchen und die Skin Research hat ein Gummibürstchen. Die Lancôme ist wie so eine sich windende Assel geschwungen, würde ich mal so sagen. Und die Skin Research hat sowohl lange als auch kurze Fasern, Borsten, Gumminoppen dran. Mal gucken, was die dann auch auf den Wimpern so kann. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Für mich der klare Gewinner ist die Hypnose Drama, die ich auf der Seite habe, weswegen ich auf der Seite gleich auch nochmal eine Schicht nachlegen werde. Ich bin kein Fan von der Skin Mascara, weil sie schmoddert. Sieht jetzt tatsächlich unten auch schon richtig intensiv. Oh mein Gott. Das muss ich ein bisschen antrocknen lassen und dann gleich mit einem Spoolie, mit einem trockenen Spoolie abbürsten. Ne? Ansonsten, nicht jeder wird das mit drei Schichten mit der Hypnose Drama mögen. Ich persönlich mag es halt bei mir total gerne. So sieht dann der Augenlook aus der Nähe aus. Und ja, wie gesagt, hier wird jetzt noch ein bisschen korrigiert, weil da ist ja ungefähr nichts bei rumgekommen, ne? Für die Lippen habe ich mir tatsächlich sogar drei Produkte jetzt rausgesucht. Da habe ich hier einmal von KAB so einen Lip Liner in der Farbe White Russian. Der war auch in irgendeiner Sonderedition mit dabei. Und zwar in der Glossy Box Wow Box. Oh, so ist glaube ich besser. Die habe ich im März 2024 gekauft, als es halt so ein Glossy Sale gab.
Ich meine, das war irgendwann letztes Jahr, ne, dass sie halt rauskam. Oh, der ist sehr hart. Die Farbe ist sehr, 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 sehr schön. Aber er ist mir einfach zu hart. Es tut mir schon weh, wenn ich den jetzt so auftrage. Dann hat man da nicht so viel Bock nachzugreifen, ne? Das muss dann nicht sein. Nee, nee, nee. Dann habe ich hier, genau, von Nude Sticks in der Farbe Blossom ein Magnetic Matte Lip Color Stick. Das ist so ein kleines Ding mit 2,5 Gramm. Das ist dieser hier. Und der war in der Glossy Box März 2024 drin. Der sieht wunderschön aus. Doch rosaner, als ich erst dachte. Sehr angenehm. Aber diese Nude Sticks Produkte finde ich per se sehr cool. Ist weniger nude, ne? Das passt zum Blush. Zum Look, ja, mit viel Fantasie. Das beißt sich ein bisschen, ne? Also mein Oberteil und mein Lippi. Dann hatte ich ja noch die Asam Wundertüte. Da habe ich hier dieses Magic Finish Ultimate Lip Gloss Produkt in der Farbe Cream Cashmere drin gehabt. Vielleicht kann ich damit das Ganze jetzt noch mal ein bisschen irgendwie retten. Mal gucken. Sieht schon ziemlich hart aus. Aber nun, das kommt jetzt hier nochmal drüber. Ah, das ist Plumping, glaube ich, oder? Das hat eine schöne Farbe. Oh, ja, das macht... tolle Reaktion hier. Das trage ich jetzt nochmal drüber. Das setzt ein bisschen viel auf den Lippen, ne? Und sieht jetzt so in Kombination voll rosa aus. Alto Belli. Ich empfehle euch, wenn ihr sowas macht, diesen Applikator nicht direkt wieder reinzustecken. Ihr habt da ja noch Lippenstift dran. Den einfach abstreifen. An einem Tuch, an einem Zebra, an was auch immer ihr so rumliegen habt, ne? Weil, sonst habt ihr nachher einen sehr kunterbunten Lippi und dann setzt sich das unten drin ab. Das ist echt unangenehm. Aber so passt die Lippe jetzt, glaube ich, auch besser als eben nur mit dem Nude Sticks. Ja, ist auch ein bisschen 90er-Style hier mit der dunklen Umrandung, aber ich glaube, das ist jetzt auch aktuell ziemlich in. Dann habe ich mir diese Rituals Happiness Dingenskirchengeschichte, genau, bestellt. Das ist ein tolles Muttertagsgeschenk übrigens auch. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Mit dieser Yosakura-Geschichte. Oh. Und da war dieses Parfum drin, und zwar das Refte Hanami, ein Eau de Parfum mit 15 Millilitern. Das ist dieses hier. Ein sehr, sehr blumiger Duft, den ich mir jetzt auftragen werde. Aber der ist nicht zu blumig. Der hat halt auch so ein bisschen was Schweres mit dabei. Ich finde den ganz schön. Ach komm, an die Lippe kann ich mich gewöhnen. Das kann man definitiv machen. Ich denke halt nur Lip Liner und hier... Ne? Lipgloss hätten zusammen besser ausgesehen, da hätte ich nicht diesen enormen Pinkstich drin gehabt oder rosa Stich. Nein, aber das passt alles ganz gut zusammen. Es ist mal wieder eine bunte Geschichte geworden und es sind viele Produkte dabei, die ich cool finde, aber auch einige, die ich direkt aussortieren werde. Meine Base gefällt mir so gut. Mir gefallen diese Schimmertöne hier drauf. Das gefällt mir leider nicht so gut in der Lidfalte. Egal, das werde ich jetzt heute Abend zum Drehen so tragen. Ansonsten, was meint ihr? Haben sich die Boxen für die Produkte gelohnt? Das ein oder andere auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall happy mit dem Look. Werde euch gleich noch ein paar Unboxings drehen und so. Dann habt ihr die Videos vielleicht schon gesehen. Mal gucken. Ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie der Look entstanden ist. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches der gezeigten Produkte dich am meisten interessieren. Mich persönlich... Die Palette. Definitiv, die finde ich am coolsten. Da muss ich halt nur noch mal ein bisschen mit spielen und wahrscheinlich mit einem anderen Gelbton dann kombinieren oder so, dass ich das auch schön ausblenden kann. Oder halt mit dem Bronzer oder mit dem Puder, was ich dann aktuell in Anwendung habe. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Nun, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Alles in der Infobox verlinkt. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.